So. Ich brauche mehr Ziegel. Und ich brauche jetzt erstmal Stein. Handgranaten. Handgranaten? Handgranaten. Was hat denn das damit zu tun jetzt? Immer eine gute Wahl. Käsehandgranaten? Ich bin momentan nicht wirklich eingeschränkt, aber das kann man irgendwann mal machen. Käsegranaten. Das Permission-System vom Spiegelsaal ist nicht praktisch in diese Richtung. Aha. Aber ich bin auch jetzt nicht in der Laune, das komplette Permission-System im Spiegelsaal neu zu schreiben. Nee. Lass mal seinen Server in Ruhe. Das heißt, inwiefern ist was nicht praktisch? Ich kann ihn nicht auf einen bestimmten Channel einschränken, weil die Add-Everyone-Rolle, also die Rechte, die jeder auf dem Server hat, auch jeder Bot, sämtlichen Leuten Zugriff auf eigentlich sämtliche Channel gibt. Das ist eigentlich schlecht. Dann könnte ich entweder, also wow, alle, die nicht extra gesperrt sind, und ich habe jetzt keinen Bock, nur für diesen Bot durch jeden einzelnen Channel durchzugehen und jeden einzelnen Channel für diesen Bot zu sperren. Das sollte mal passieren, weil es soll nicht jeder auf jeden Channel zu. Kannst du vielleicht einfach der Everyone mal ein paar Rechte nehmen? Oder? Ja, es soll ja nicht jeder auf jeden Channel zugreifen können. Das ist ja nicht die. Warte mal. Das ist ja eigentlich nicht das Ding. Dafür ist die Runde nicht da. Eigentlich hat jeder den Rang Mensch. Also Basic hat jeder den Rang Mensch. Eigentlich ist Everyone nur für. Everyone kann gerne auch gar keine Richter haben. Das ist halt eigentlich. Ja gut, das Problem ist, du nimmst Leuten, denen du andere Ränge gibst, Eglatrim, Hobbits, Elben und Co., nimmst du den Mensch wieder weg. Ja. Sprich, nicht jeder hat den Mensch, also kann ich ihn ja, nicht mit als Universalrolle verwenden aktuell. Aber du kriegst dann ja andere Rechte, du kriegst andere Rechte dadurch, das halt. Naja. Oh. Naja. Wenn ich irgendwann mal Zeit und Lust habe, Aha. Könnte ich ja mal einen User-Rank anlegen. So lange funktioniert der Bot erstmal so. Er ist zwar nicht gesichert gegen Nutzung in anderen Channeln, aber er hat seinen eigenen Channel, das passt ja schon mal erstmal. Und schon verkackt. Was genau hast du verkackt? In Minecraft habe ich mich verbaut. Oh. Das ist ja fast schade. So muss das jetzt. So, 25 Stein. Dann gehen wir mal hoch. Hatte ich gesagt, ich mache noch zwei Stockwerke und als oberste packe ich dann die Treppen. Also nicht Stockwerke, sondern zwei Reihensteine.
Hä? Das verstehe ich die Welt nicht mehr. Die ist rund. Nee, hier in Minecraft eckig. Nein. Bin ich mir sicher. Dass die Welt in Minecraft eckig ist. Nein, das sehe ich anders. Oh nein. Er ist ein Mond-Erd-Erfer. Mondi wird zum Mond-Erfer. Ja, ich glaube, dass jede Welt rund ist. Jede Welt ist eine Kugel. Und übrigens, nein, die Erde ist auch in echt keine Kugel. Ja, ich weiß, es ist ein Rotationskörper. Ein Rotationsellipsoid. Es ist eine Ellipse. Es ist eine Ellipse. Die Erde ist leicht. Ist leicht eiförmig. Das ist halt. Eieiei. Wir leben auf einem riesigen Ei und wenn es schlüpft, dann sind wir alle tot. Ja. Sag mir es einfach so. So kann man es auch sehen. Wenn der Drache schlüpft. Ich bin mir 100% sicher, es gibt so eine Theorie, als rauskam, dass die Erde eiförmig ist. Ich glaube, hier kommt es. Macht auch immer wieder viel Spaß, mit Verschwörungsmythologen sich zu unterhalten und immer, wenn sie irgendeinen Bullshit von sich geben, einfach immer eins draufsetzen. Die Mondlandung war fake! Was, du glaubst an den Mond? Der Mond ist fake. Der Mond ist fake. Und die auch. Eieieiei, ich müsste. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klappt, aber ich mach's jetzt einfach mal so. Was soll ich essen? Käse. Das wäre eine Idee. Kennst du den Käsebot? Ich hab noch eine Packung Käsefondue rumliegen. Und kannst du deinen Käsebot nehmen und der. Ich hab noch Grillkäse. Kannst du deinen Käsebot wählen und dir dadurch eine von dem Käsebot eine Käsesorte aussuchen lassen und die Käsesorte dann kaufen. C/R. Ein schwedischer Käse namens Dura. Den musst du jetzt bestellen und essen. Ah. Ich glaube, bis dahin bin ich verhungert, bis ich auf den Käse gewartet habe. Ist in der Datenbank eigentlich Madenkäse vorhanden? Ich guck mal, wie der hieß. Madenkäse. Kasumatsu. C/SKZU. Jop, der Kasumatsu ist im Bot vorhanden. Wunderbar, das ist das Wichtigste. C/SKZU. Ist das ein Käse, der aus Maden besteht oder der. Maden sind Teil vom Käse, ja. Ja. Ich dachte, wurde eine. Du isst den Kot und das Erbrochene von Maden, weil das käseartig ist. Weil sie den Käse gegessen haben. Ich dachte, dafür wurden Maden gemolken. Also das ist. Nein, es ist viel widerlicher. Das bedeutet wörtlich verdorbener Käse und ist. Wird nur gemacht auf einer sardinischen Insel. Ja. Der Käse enthält lebendige Maden und. Lebendig. Sardinischen Speiseerbe. Es ist aus Schafsmilch gemacht und gehört zur Pecorino-Familie. Nach der Fermentierung wird der Käse einfach zum Vergammeln gelassen. Mit der Hilfe der Käsefliegenlarve. Lecker. Welche dem Käse nur für diesen Zweck zugeführt wird. Klingt lecker. Es ist so widerlich. Du musst dann auch bestellen und essen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist in Deutschland sogar illegal. Der Kasumatsu wird von der sardinischen Regierung oder was auch immer Aficionados bedeuten soll, als nicht mehr sicher bezeichnet, sobald die Maden sterben. Aha, solange also sie leben. Man muss ihn essen, solange die Maden noch leben. Aber im Magen. Was passiert, wenn man sie isst, dann kommen sie doch im Magen, dann sterben die Maden im Magen ja, das drin. Ist egal. Wenn sie schon, man soll sie so essen, solange sie noch leben. Okay. Aber lebende Maden in deinem Magen, das ist doch eigentlich nicht gut.
Weißt du, was neben dem Maden? Kümmert sich schon recht schnell um diese Maden, würde ich mal behaupten. Ja, davon ist auszugehen. Der hält das aus. Weil normalerweise sind Maden im Körper... Solange sie auf der Außenseite sind und im Endeffekt ist der Magen, Darm und sonstiges immer noch die Außenseite des Körpers, ist es noch in Ordnung. Mozzarella. Man kennt's ja, wenn du meine Leiche gesehen hast. Da sind die Maden nicht mehr. Kein Maden. Nur noch im Magen. Ja, die sind auch im Magen wahrscheinlich, aber weil sie sich durchgefressen haben. Die werden sich durchfressen. Ja, aber es sind auch andere Maden. Es sind ja nicht die Käsemaden. Käsefliegenmaden. Okay. Das war klar. Ja, war's. Ziemlich klar sogar. So. So, auf der Höhe sollte die Eingangstür sein. Ach ja. Nun, Eingangstür scheint nicht auf dieser Höhe zu sein. Discord versucht sich aber bei den Bot-Entwicklern so richtig unbeliebt zu machen. Warum das denn? Ab April 2022 kannst du mit einem Bot nicht mehr mit größeren Bots kannst du nicht mehr die Nachrichten abfragen direkt. Du musst über das /Command-System gehen. Och nö. Musikbots sind auch illegal. Musikbots sterben gerade auch alle. Aber das ist nicht wegen Discord, sondern wegen YouTube. Ja. Wegen Artikel 13. Auf YouTube zu. Wegen Artikel 13 hat das absolut nichts zu tun. Es hat nur was mit YouTube zu tun. Nein! YouTube hat was mit Artikel 13 zu tun. Ja, aber Artikel 13 hat nichts mit dem Tod der Mods zu tun. Nicht? Bots gilt ja quasi nur als Nutzer. Die Bots werden gebannt, weil sie gegen die TOS von der YouTube-API verstoßen haben. Also damit, wo der Bot sich verbindet, um die Musik rauszuziehen. Was für ein Scheiß. Weil in den TOS steht drin, dass du nicht die Sounddateien unabhängig von den Videodateien anzeigen darfst oder wiedergeben darfst. Und das, naja, macht halt jeder einzelne Musikbot. Naja, du kannst Bildschirme übertragen. Du kannst automatisch ja Dinge die übertragen. Werbung rausfiltert. Unter anderem. Ist Moment, du darfst nicht den Heißt das, du darfst theoretisch auf... nicht die Musik von der Videospur trennen, laut YouTube Terms of Service. Moment, jedenfalls nicht, wenn du über die API drauf zugreifst. Also, wenn du jetzt so, irgendwas zurecht schneidest, ist es scheißegal. Das ist, ach so, okay. Da ziehst du den Scheiß ja nicht massenweise über die API ab. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, weil mit dem YouTube-Konverter machst du genau dasselbe. Der YouTube-Konverter, ja gut, manche von denen basieren nicht mal mehr auf der API. Ja. Viele von denen ziehen halt wirklich einfach nur das YouTube-Video aus der Webseite. Und ziehen den Scheiß halt über einen Webcrawler. Die sind zwar auch nicht unbedingt... Sie sind eine Grauzone. Webcrawler sind eine sehr graue Grauzone. Man könnte auch sagen, wenn es niemanden interessiert, dann hast du nichts zu befürchten. Aber sobald die anfangen abzumahnen, halt dich fern. Was soll ich sagen? Mein Käsebot basiert komplett auf webgecrawlten Daten. Na, das ist nur Käse. Pass auf. Niemand interessiert sich für Käse. Ich hab ihn halt... Ja, das sieht man der Webseite, bei der ich es gecrawlt habe, auch an. Das ist cheese.com. Und eigentlich sollte es eine Seite sein, auf der Käsesorten, ganz viele verschiedene Käsesorten gelistet sind und andere Leute, die diesen Käse dann verkaufen, können sich dann selbst unten listen lassen auf dieser Webseite. Wie viele sind gelistet? Nicht ein einziger. Haha, das dachte ich mir. Ich hatte auf zwei gehofft. Und zwar den Betreiber und vielleicht seinen Käseladen. Bei meiner Zeit, wo ich quer über diese Seite gegangen bin, habe ich nicht eine einzige Käseseite gefunden, wo man einen Käse kaufen konnte auf dieser Seite. Tja, das hat schlecht funktioniert. Und
Mann, ich habe mindestens 30, 40, 50 von diesen Seiten geöffnet von den 1800, während ich gedebuggt habe. Tja. Okay. Das Start geklaut. Klingt wohl nicht so erfolgreich. Hab halt die Nationalität der jeweiligen Käse, den Namen der Käse, das Bild von dem Käse und die Beschreibung von jeweiligen Käse habe ich komplett aus der Webseite abgezogen, in eine eigene Datei gespeichert und die lädt jetzt der Bot jeweils, wenn er startet. Ah ja. Da immer so eine schöne Anzeige auch immer aus, wenn man den Bot startet, so habe loaded 1804 kinds of cheese. Habe ich auch noch nie gehabt, sehr schön. Programm, dass mir das gesagt hat. Ist irgendwie schön. Ja, hübsch. Käse. Fuck, jetzt habe ich Bock auf Käse. Ich hätte noch ein bisschen Butterkäse bei mir. Ich habe noch Käse von Düder. Ich hab noch Pfannen und Grillkäse da. Hatten wir nicht beim letzten Mal darüber geredet? Darüber haben wir vor 10 Minuten geredet. Ja, und beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir über Fondue-Käse geredet. Geht's eigentlich meinem Arm? Ah, okay, nicht so gut. Deinem Arsch? Ich hab gerade versucht, meine Schulter anzuheben. Ach so. Ach, deinem Arm. Ja, ich hab die Impfung gemacht. Bekommen gestern. Ja, Impfung. Ach, da wurde die Impfung. Die zweite, da ist die Wirkung natürlich dann auch direkt stärker. Spassig. Ja. Prof ist jetzt offiziell gechippt. Ah, heißt das nicht, er hätte im September sterben müssen? Ja, alle Geimpften sind jetzt im Kopf noch Ende September. Ne, Mitte September. Ich glaube, der 15. war es eigentlich. Ich meine, der... Kommt es seltsam, wenn ich bei Google jetzt eingebe, hätte ich nicht eigentlich schon tot sein sollen? Google dann ja. Kommst wahrscheinlich auch sehr seltsame Subreddits. Google, wenn du diese Frage stellen musst, dann ja. Wenn du diese Frage stellst, ja. Eindeutig. Aber schön, dass der Bot so funktioniert, wie er soll. Ein Glas. Habe ich alle grundlegenden Features jetzt offiziell programmiert. Das ist schön. Ich mach dann mal ein buntes Glas. Was braucht man eigentlich für Eisengitter alles? Eisen. Und Gitter. Nee, eigentlich nur Eisen. Okay, nicht noch Gitter. Okay, das heißt, ich muss dann noch mal in die Mine, weil wir haben kaum Eisen hier. Bring mir was mit, ich habe auch keins. Nein. Ich brauche sehr viel Eisen. Ich brauche ein sehr großes Gitter. Ich brauche Glas. Und Farbstoff. Habe ich nirgendwo Glas? Vor allem brauche ich viel viel Eichenholzstufen, um da bis hochzukommen. Schade, dass man vom einen Discord-Server nichts auf den anderen Discord-Server transferieren kann. Worum geht's? Glas. Ich hätte jetzt auf einem anderen Community-Server, wo ich bin, da hätte ich jetzt jede Menge Glas gehabt. Achso, Minecraft-Server meinst du? Minecraft-Server. Ja, ich dachte schon gerade, hä? Von Discord-Server zu Discord-Server-Kommunikation ist machbar mit Bots, also noch. Ja. Wobei kleinere Bots ja scheinbar verschont bleiben sollen, aber mal gucken. Also ist der Käse sicher, sagst du? Mein Käse ist auf jeden Fall sicher, ja. Das ist doch das Wichtigste. Sand. Aber aktuell ist das, solange ich nicht über 100 Server komme, auf denen der Bot aktiv ist, sollte das schon passen. Ich frag mal eben auf allen Servern, bei denen ich bin, ob sie einen Käsebot haben möchten. Sehr schön. Wer mag keinen Käse? Bei einem frage ich wirklich mal aus Spaß. Moment, wo waren die Discord-Ideen? Warum nicht?
Okay, wie macht man eigentlich Glasscheiben? Einfach nur die unteren beiden Reihen voll mit Glas. Das ist ja Verschwendung. Kann man das irgendwie zerschneiden? Du kriegst dabei 16 Glasscheiben. Ach so. Also 6 Glas ergeben 16 Glasscheiben. War jedenfalls die Zahl, die ich jetzt noch spontan noch im Kopf hatte. Werden wir gleich sehen. Hallo Skelett. Und da brauche ich Blumen, um das einzufärben, das Glas. Bergi, du hast ein Skelett in deinem alten Haus. Ja. Ich hab auch eins in meinem Lager. Hat mich gerade getötet. Lass es drin. Kann man Glas mit Farbstoff färben, oder? Kann man Glas mit... warte, kann man die Glasscheiben danach noch färben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe schon. Was? Minecraft. Ich hab ja Blumen auf dem Berg oben drauf. Stained Glass. Ich jetzt drauf lassen würde, aber... Oh, ich hatte noch einen Stack Eichenholzbretter. Mensch. Ja, den Leuchtturm sieht man. Ja, du kannst auch die... Es ist aber... Du kannst auch die Glasscheiben danach noch färben, aber es ist effizienter, wenn du es machst, wenn du noch das Glas da hast. Das normale. Mhm. Weil du brauchst... Im Endeffekt machst du alles voll außenrum mit entweder Glas oder Glasscheiben und setzt einen Farbstoff in die Mitte. Und das Rezept ändert sich nicht von Glas zu Glasscheibe. Einmal also Glas drumherum. Es ist effizienter, es erst mit Glas zu machen und dann Glasscheiben raus. Ja, jetzt habe ich halt Glasscheiben gemacht. Oh jo, die kannst du ja auch noch färben. Kommt ja nicht so drauf an. Ist bloß effizienter. Aber das ist kein Server, der wirklich sehr viel Wert auf Effizienz legt. Das stimmt. Ja. Ich meine, alles Effiziente brauchst sowieso du. Okay, so funktioniert es nicht. Bei mir funktioniert es gerade nicht. Was für ein Item hast du versucht zum Färben zu nutzen? Ich habe Glasscheiben drumherum und in die Mitte. Ach ja, Sekunde. In die Mitte musst du irgendein Farbstoff. Ja. Vielleicht wird es funktionieren, wenn ich die Blume in den Farbstoff verwandle. Das ist, ist mir auch schon passiert. Ja, kann man eigentlich... Tintensäcke eigentlich immer noch das Farbmittel oder muss man es mittlerweile ändern? Nee, Farbstoff. Tintensäcke. Das muss Farbstoff sein. Tintensäcke müssen schwarz, aber das wird dann schwarzer Farbstoff. Tintensäcke werden schwarzer Farbstoff. Ich meine, jetzt muss ich die noch extra umwandeln zu schwarzer Farbstoff? Ja, musst du. Ja, musst du. Ah, fuck. Gut, ja gut. Ja gut. Sie wollten halt unbedingt irgendwann mal die ganzen Farbstoffsachen umsetzen. Ja, Discord. Was kommt wohl noch so an Features bei denen? Ich warte jetzt aktuell erst nochmal auf Server Identities. Mhm. Sprich, du kannst für jeden Server ein eigenes Profilbild anlegen. Für dich. Gibt's das nicht schon? Für die Rollen nicht überall freigeschaltet. Also für die Rollen gibt's jetzt eigene Profilbilder, wenn da. Aber ich meine jetzt. Also da brauchst du. Kannst für dich selbst ein Profilbild für jeden einzelnen Server anlegen. Aber da brauchst du auch. Cool. Aber da musst du auch Dingens machen. Du musst hier. Du musst hier Booster haben. Du musst Boost haben, damit du den Discord, damit du deinen. Ja, Rollenbilder, ja. Rollenbilder, da brauchst du Dingens für. Einmal. Das kann ich leider nicht machen, deswegen. Deswegen gibt es keine Bilder. Server Boost. Bei mir. Sein, du boostest meinen Server. Nee, ich booste schon meinen eigenen Server. Hm.
Gut, noch steht's nicht in der Liste. Naja, egal. Puh. Ist mal Blödsinn. Nichts Neues. Skandalös. Wie kannst du es wagen? Das ist unangenehm jetzt. Eieieiei. Ja. Ich hab dich gerade aus Versehen nach draußen gebaut. Im Leuchtturm. Das ist auch Blödsinn. Ja. Das heißt, ich muss die Treppen ein bisschen anpassen. Ist wohl doch keine so helle Leuchte. Noch habe ich gar keine Leuchte, ich brauche doch noch Glowstone. Leuchte. Ich habe glaube ich ein bisschen. Ich habe glaube ich ein bisschen Puder hier, so Glow-Puder. Das ist dieses. Das Ding, woraus man Glowstone macht. Das kann aber weg. Und das kann aber weg. Okay. Mach ich eine Ebene raus, ey. Ja, mal hoffen, dass es mir morgen wieder besser geht. Wird schon solche Impfdinger. Die Impfwirkung ist nicht sonderlich schwer. Sie macht mich halt ein bisschen fertig, aber ansonsten geht's mir halbwegs gut. Bin lätschig und mein Arm ist zu nichts zu gebrauchen, aber sonst. Das ist doch gut. Zumindest bist du nicht einfach gestorben. Hatte ich bisher nicht vor. Das haben die wenigsten. Ja. Nicht an Dingen zwischen, nicht an, nicht schon umgekippt, wenn die Querdenker gesagt haben, denn. Ich muss gerade wieder an einen Kollegen denken, der macht gerade Urlaub in Dubai. Ja. Warum? Weil er wollte, das sind seine Flitterwochen. Und ah. Na dann. Das erste Rundum musste verlegt werden, weil er sich mit Covid infiziert hatte. Zum zweiten Mal. Wow, das ist beeindruckend. Ja, der ist ein Vogel. Warte mal, das zweite Mal trotz Impfen geschafft. Nein! Hat sich nicht impfen lassen fürs erste, weil er meinte, ach, ich bin doch genesen. Idiot. Gut. So ein Idiot. Weil anscheinend soll die Impfung ja auch nur nicht vermeiden, dass man sich ansteckt. Sorgt bloß dafür, dass du nicht elendig krepierst. Ja, genau. Mhm. Und dann gibt's die Leute, die sagen, die spritzen dir da irgendein Gift in den Körper. Das versteht doch keiner, es kann irgendwas sein. Also die geimpft sind im September tot. Ja, und aha, man weiß nicht, die Uhr werden 20 Uhr und ich bin nicht tot. Ja, oder dann halt sowas wie, die werden alle in ein paar Jahren Krebs haben und alle sterben. Weil ich verstehe nicht, wie eine Impfung funktioniert. Hallo. Ja, bei der Maserimpfung, da damals waren ja auch alle tot danach. Ja gut, das Problem ist halt bei BioNTech auch, dass halt eine der größten Impfungen stehen halt so gefährliche Dinge wie mRNA drin und das klingt ja ähnlich wie DNA und A. Und A, ja genau, nur das. Ja, für was genau steht mRNA nochmal? Messenger Ribonucleic Acid. Ja. Also, im Endeffekt, wenn deine Zelle irgendwas an Proteinen erzeugen will, sucht sie sich den Teil auf der DNA raus, den sie gerade braucht. Und dann wird der im Endeffekt abgeschrieben in einem mRNA, eine Messenger-RNA. Und die verlässt erst den Zellkern und wird außerhalb des Zellkerns dann verwendet, um Proteine zu bauen. Ah. Und im Fall der Impfung wird das halt einfach so, wird im Endeffekt schon vorhandenes mRNA im Endeffekt gespritzt, womit dann die Muskelzellen in deinem Oberarm dann anfangen, Spike-Proteine des Covid-Virus
das Coronavirus da zu produzieren. Also doch Programmierung. Ja, das mRNA kann nicht wieder DNA werden. Wir werden also doch programmiert von den Leuten. Der Körper wird umprogrammiert. Also, theoretisch ist es ja nicht falsch. Es ist eine Programmierung, aber halt nur eine temporäre, weil die mRNA wird nach 2 bis 3 Tagen wieder ferngesteuert. Ja, aber wer sagt dir denn, dass sie abgebaut wird und sich nicht im Körper verbreitet und irgendwann bist du selbst nur noch Coronavirus? Weil es mRNA ist. Ja. Aber schick mir mal Beweise dafür.